So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, wir sind mitten im Level von Chosen gelandet letztes Mal. Und da sind wir noch nicht fertig gewesen. Mit dem Part allerdings schon. Entsprechend geht es jetzt weiter. Ja, ja. So, wir wissen auch schon, was wir tun müssen. Wir kriegen es nur nicht hin. Weil es furchtbar dämlich ist, einen Pow-Block hier so reinzusetzen, dass er das tut, was jeder normale Pow-Block tun soll, nämlich einen Pilz leiten. Und ich wäre... Oh mein Gott, ich bin gerade schon wieder an der Stelle gestorben. Das lief diesmal besser. So, der Buring hier oben ist eigentlich auch komplett unnötig. An dem bin ich noch nie irgendwie ansatzweise... der war noch nie irgendwie gefährlich. So. Münze haben wir. Gott, meine Stimme. Hilfe. Koopa kommt gelaufen. Plöpp. Mitkommen. Runter. Runter. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht passiert. Das ist einfach nicht passiert. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, mal zu üben, durch den Ring wieder zurückzugehen. Um ehrlich zu sein. Das ist... Oh, das ist nicht so gut. Ich muss rüber. So. Na. Na, dass wir das nicht ja nachher nicht... dass wir das nachher nicht falsch machen. Und den richtigen Moment erwischen. Vielleicht sollten wir das wirklich mal kurz tun. So. Der richtige Moment ist eigentlich dann, wenn der Geist... So, jetzt eigentlich. Okay. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Da sehe ich jetzt nicht das Problem. Man muss eigentlich nur auf die zwei großen, kleinen achten. Und der Rest läuft. Jetzt brauche ich nur wieder mal den Block. Ich bräuchte wieder den Block. Ach, jetzt ist die Ranke schon raus, ne? RIP. Okay, dann nicht. Es ist halt immer blöd, wenn man Sachen öfter machen muss, die an sich funktionieren, aber auch schief gehen können und deswegen Zeit kosten. Ich denke, so kann man das ganz gut formulieren. Wie zum Beispiel das hier. Es ist immer wieder das Gleiche. Es kann halt schief gehen, es kann gut gehen. Dann muss ich hier rein. Dann muss ich die Shell holen. Das ist so... Zähl jedes Mal von A bis Z. Und dann machst du das Neue. Aber vorher zählst du wieder von A bis Z, weil es so viel Spaß macht. Zack. So. Und das von A bis Z zählen ist halt nicht schwierig. Na, es dauert halt einfach nur. So, ich habe genug Zeit, das Ding abzulegen. Bis der rauskommt, haben wir mehr als genug Zeit. Muss ich nicht panisch werden, so wie vorhin. Das war richtig dumm. So. Und das Problem auch hier ist, ich habe nur eine Chance, den richtig zu legen. Wenn ich ihn falsch lege, komme ich nicht mehr an den Pow-Block ran. Das ist auch ein Problem. Ich versuche, den mal hochzuschmeißen. Ja, das hätte ich mir denken können. Ist ja jetzt auch schon wieder... Die hat sich doch gerade gar nicht ausgelöst, die Ranke. Die ist doch gar nicht rausgekommen. Ah, jetzt kommt sie raus. Dann komme ich ja nochmal zurück. Das ist ja schön. Da freue ich mich ja richtig. So, naja, wir müssen jetzt nicht nochmal den P-Switch-Kram machen, sondern der löst sich jetzt ja automatisch aus. Wie gesagt, das ist nicht das Problem. Es dauert halt nur. Und es ist halt, ich habe halt... Ich kann nur raten, wie ich den... Ich kann nicht mal raten, weil es ist nicht mal wirklich jetzt meine Leistung, den Pow-Block da richtig rum reinzulegen. Ich kann ihn ja nur von irgendwo fallen lassen. So, und jetzt sehe ich schon, ich komme nicht mehr ran. Und der wird hier abprallen, der Pilz. Der wird hier abprallen, die Lücke ist zu klein. Der fährt da jetzt einfach dran vorbei. Cool. Und die Rank hat sich auch gerade ausgelöst. Das heißt, wir können den ganzen Quatsch hier gerade knicken. Super.
Das ist doch toll. Das ist doch wunderschön. Macht Spaß auf jeden Fall. So einen Powerblock da reinzuraten, das ist super. So. Und wir zählen wieder von A bis Z. Hurra. STU. VW. X. Y. Z. So, also. So wie ich ihn jetzt reingelegt habe, war er im Prinzip ja immer noch zu weit weg. Also wenn ich jetzt so mache. Das ist schon wieder der gleiche Scheißdreck. Oh mein Gott, aber diesmal hat sich die Ranke nicht ausgelöst. Das heißt, wir könnten nochmal eine Chance haben, den Notenblock nochmal zu bekommen. Und müssen den Quatsch mit dem P-Switch nicht nochmal machen, wenn ich es jetzt nicht versaue. Jawohl. Sehr schön. Aber ich habe keinen Indiz zu wissen, wie man den Powerblock da hinlegt. Ne? Ich kann einfach nur probieren. Und immer gucken, stehe ich jetzt weit genug weg? Ist es jetzt besser? Wird es jetzt schlechter? Bla bla bla. Das ist. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie nicht so schönes Level-Design. Außer ich verstehe irgendwas nicht, Chosen. Habe ich irgendwas nicht verstanden? Oder hast du es genau so gemeint? So, also jetzt stelle ich mich noch weiter weg. Jetzt geht er gar nicht rein. Nice. Ja, nice. Und jetzt haben wir wieder die. Oh. Muss ich jetzt von der anderen Seite machen, dass da die Lücke. Das ist ja noch besser jetzt hier. Ich könnte. Muss ich das. Ist es besser, dass von der anderen Seite die Lücke größer ist? Als von der linken Seite. Ich kann ja. Würde er eher. Weil hier an der Kante prallt er ja ab. Vielleicht prallt er ja an der Kante vom Powerblock nicht ab, wenn da die Lücke rechts größer ist. Aber auch das sind halt alles nur so Versuchsgeschichten. Und jedes Mal muss ich jetzt den nächsten Anfang nochmal machen. Das ist doch doof. Das ist doch doof. So. Mache ich irgendwas falsch? Es ist halt so. Es wäre halt irgendwie, wäre es halt echt blödes Level-Design, wenn es so dieser Zufall ist. Weil ich habe doch keine Ahnung, ob ich den Powerblock da reinsetzen muss. Ich versuche es jetzt mal von der rechten Seite. Weil von der linken Seite haben wir gerade festgestellt, ist es einfach nur Mist. Aber jetzt wird er in die Lücke reinfallen. Mark my words. Muss ich. Was muss ich denn anders machen? Irgendwas muss ich grundlegend anders machen. Aber was? Es gibt bestimmt eine Methode, den da perfekt reinzulegen, aber. Oh. Aber ich weiß nicht welche. Muss ich mich selber mit dem. Nein, dann geht der Pilz über mich drüber. Also kann ich mich mit dem Powder reinlegen oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde der Pilz ja mich, ne, dass ich mich hier reinstelle und mache einmal so und dann mache ich so. Aber da fährt der Pilz über mich drüber, dann werde ich groß. Das kann ich. Oh no. Das kann ich knicken.
Das ist jetzt halt so ein totaler Blödsinn, weil ich weiß ja nicht, wie es geht. Es kostet nur wieder dämliche Zeit. Und dabei kommt dann ein Video raus, in dem wir Viertelstunde lang den gleichen Quatsch machen. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Ach, geh doch heim. Wenn ich halt wenigstens wüsste, was ich tun soll. Aber ich weiß nicht, wie der da reingelegt werden kann. Und wenn ich ihn einmal falsch reinlege, kriege ich ihn nicht mehr raus. Das ist so frustrierend gebaut. Außer wie gesagt, ich habe was falsch verstanden. Dann ist es klar, dass es frustrierend ist, weil wenn ich es falsch mache, vielleicht geht es ja ganz anders. Das kann ja sein. Das darf man ja immer nicht außer Acht lassen. Aber dass ich mich in die Lücke stelle und mich so drehe und der Pilz dann so über mich drüber fährt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich wette, der muss einfach da rein. Aber hochwerfen, haben wir ja gerade schon festgestellt, ist auch nicht die richtige Lösung, weil dann prallt er da oben ab und dann ist die Geschichte auch durch. Aber wie muss ich den da reinlegen, dass es passt? So, das ist ja, na, wenn ich so mache, ist ja klar, dann ist hier die Lücke. Dann fällt er ja da rein. Aber ich kann halt auch nicht, ne, er fällt erst hier rüber. Ich glaube, wenn ich den in der Hand habe, ich glaube, dann wird das erst recht nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, ich kann es ja auch nicht drehen. Ja, doch, ich kann es drehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir probieren es aus. Was soll's? Nee, okay. Man muss das mal ausprobieren, weil bei Mario Maker weiß man nie, was die sich Komisches ausgedacht haben. Aber das funktioniert nicht. Zumindest das ist damit raus. Aus den Möglichkeiten. Mit dem Notenblock weiß ich halt auch nicht. Also, dass damit noch irgendwas funktioniert, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass der das irgendwie nochmal vereinfacht, das sehe ich nicht. Dass der Pilz irgendwie auf dem Notenblock drauf landet und noch einen Schritt weiter springt und dann landet er erst auf dem Pau und dann ist die Lücke groß genug. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir auch wieder so in den Blödsinn. Also diese kompletter Blödsinn wäre das wieder. Das kann ich mir nicht vorstellen. Alles, was recht ist, aber das wäre totaler Schwachsinn. So. Aber ich habe keine Möglichkeit, den vernünftig reinzulegen. Ich kann nur rumraten und durch das Rumraten liegt er halt falsch. Ne? Es ist egal, wie ich mich hinstelle. Ich lasse ihn irgendwie los. Und jetzt ist die Lücke hier wieder zu groß. Ah, jetzt geht's. Auch gut. So, wetten, ich sterbe. Nee, Chosen. Nee. Das ist doch kompletter Mist. Das ist doch ein komplettes Mistende wieder. Das ist doch ein komplettes Mistende. Junge, du machst mich fertig.
Wenn ich das Ende schon sehe, weiß ich schon, ich kann mich jetzt nicht mal mehr freuen, wenn ich das schaffe. Alleine, weil mich das frustriert, dass man so ein Ende bauen muss. Nachdem es halt so eine Stelle gibt, die so random ist. Dann auch noch so eine Stelle am Schluss. Die Stelle selbst ist nicht das Problem. Aber wenn man vorher so einen Mist machen muss, der gefühlt in einer von hinduzierten Situationen funktioniert, dann ist es blöd. So, wo stand ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wann die Lücke groß genug ist. So, jetzt ist die Lücke groß genug, ja oder nein? Ja. Immerhin. Oh nein, oh nein, oh nein. Pilz, geh nicht weg. Wow. Ja, aber das ist Mist. Das ist kompletter Mist. Als wäre der Bu nicht schlimm genug, muss da auch noch ein Spiny laufen, der nicht überhaupt nicht mit dem hier korreliert, vernünftig. Nee, sorry, an der Stelle gehe ich raus. Ich weiß, ich bin weit gekommen, aber an der Stelle gehe ich raus. Ich habe keine Lust, mich jetzt 20 Minuten hinzusetzen, immer wieder den gleichen Quatsch zu machen, bis dann einmal dieser blöde Spiny-Sprung funktioniert. Nein. 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 Einfach nur nein. Ich tippe jetzt mal den Code ein, den Matrix in den letzten Kommentaren geschrieben hat. Er hat dazu geschrieben, ich lasse das mal einfach hier und bin auch schon wieder weg. Und wir tippen das einfach mal ein. Aber nee, das ist mir mit dem Ende, ist mir das zu blöd. Sorry, nicht persönlich nehmen Chosen, aber das ist für mich jetzt einfach reine Zeitverschwendung. Irgendwann würde ich es vielleicht hinkriegen, mit ganz viel Versuchen nochmal vorher diesen blöden Pilz darüber zu lotsen oder sonst was. Aber nee, nee, das regt mich jetzt nur auf. Nein. So, was haben wir hier? Irgendwas mit 4,72%. Difficult traditional platformer for extra challenge find the true ending. Bouncing Battlement Blast. Na gut, eine Tracks-Empfehlung, dann spielen wir das jetzt mal schnell noch. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich weiß, wir haben jetzt über eine Dreiviertelstunde an dem Chosen-Level gesessen, ohne dass wir es geschafft haben. Aber bei dem Ende sehe ich das nicht ein, dass jetzt hier mir da jetzt noch, keine Ahnung, den Rest des Parts zu nehmen, um das zu spielen. Das ist eine coole Idee. Das ist eine sehr coole Idee. Ich bin eine Kanonenkugel. Oh, Ach, du grüne Leute. Jetzt bin ich keine Kanonenkugel mehr, jetzt bin ich... ja, irgendwas anderes. Ein Sprungball, Hilfe! Wow, 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 wow. So rüber, okay. Das war wahrscheinlich das Tutorial, jetzt wird es wahrscheinlich schwieriger. Jo, was? Oh mein Gott, das, was? Dass das funktioniert, ist ja krass. Bleib oben, bleib oben. Okay. Das war interessant. Und wir sind wieder eine Kanonenkugel, die im richtigen Moment abgefeuert wird. Das war der falsche Moment. Das ist eine sehr coole Level-Idee. Oh mein Gott, die Idee ist viel zu gut. Bloink. Und der Indikator funktioniert hervorragend. Also die Münzen funktionieren perfekt. Oh Gott. Hilfe.
Ich dachte gerade, ich habe irgendwas verpasst, aber es... Oh mein Gott, ich habe es nicht gesehen. Da war ich zu langsam. Ach, du grüne Neune. Okay. Okay. Man muss wirklich... Ich hab die falsche Pfeiltaste gedrückt. Der Indikator ist perfekt. Ja, Indikator ist perfekt. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Hui! Wie es auch alles vibriert, ne, wenn man da drin ist. Es wirkt wie so ein Erdbeben einfach. So. Gleich raus. Gleich raus. Da muss man einfach schnell sein. Dann passt die Geschichte. So, da brauchen wir jetzt irgendwie... Ach so, das ist alles... Hä? Wofür ist die Bombe gewesen? Ach, das ist nur Deko. Dachte, es gibt jetzt so eine Challenge, um an diese Münzen ranzukommen, aber habe ich jetzt nicht gesehen, wie man da hinkommen könnte. Doch, es ist ja was von True Ending, ne? Wait. Man, es gibt eine Möglichkeit, diese Bombe zur Explosion zu bekommen, zu bringen. Wir müssen da nochmal rein. Sorry. War ja ganz kurz. Kriegen wir ja hin. Ist jetzt ja nicht das Problem. Ist jetzt ja nicht das Problem. Hat ja nicht lange gedauert. Ich frage mich, ob die Stelle hier schneller geht. Das geht hundertprozentig schneller. Ich muss ja nur... an den ersten Sägen vorbei und dann kann ich direkt hoch. Ja, das geht deutlich schneller, okay. So, hier muss irgendwo ein Feuer herkommen. Aber von hier kommt noch kein Feuer, ne? Ich frage mich halt, ob ich irgendwo ein Feuer selber losschicken muss oder ob das wirklich erst am Ende dann irgendwas ist. Sodass ich das Feuer dann den ganzen Raum über durchverfolgen muss. Aber ich sehe halt hier nirgendwo, dass hier ein Feuer herkommen könnte. Ne, hier auch noch nicht. Hm. Ach, ich habe schon wieder zu... Ich habe schon wieder zu lange. Ich muss da sofort los. Sofort muss ich los. Sonst funktioniert es nicht. Aber wie komme ich an das True Ending? An irgendeiner Stelle muss ich ein Feuer auslösen können, was die Bombe kaputt macht. Aber wo ist dieses... Wow, 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 das war knapp. Okay, gleich los. So. Gleich los. Okay, stopp. Aber von hier kommt nirgendwo ein Feuer. Da ist eine Tür! Es gibt einen anderen Weg. Es gibt irgendwo einen versteckten Weg. What? Wo gibt es hier denn einen versteckten Weg? In welchem Raum? Hier in dem Raum kann man hier runter? Man kann hier ein Stück weit schon auch runter. Oder muss ich am Anfang mit den Kanonen irgendwas machen, die da schießen? Gibt es da vielleicht einen Alternativweg? Ich kann mich doch nicht random irgendwo fallen lassen. Das ist ja totaler Quatsch. Thank you.
hier unten irgendwas? Da ist auch nicht. Hm. Wie stand es in dieser Beschreibung? Da muss im letzten Raum irgendeine versteckte Tür sein. Aber ich habe keine Ahnung wo. Find the two ending. Ja. Haben wir leider nicht gefunden bisher. Wo ist diese Tür? Ich habe überlegt, ob ich da vielleicht auf irgendeine Kanone drauf komme. Die hier halt so da sind, ne? Aber die sind ja alle nur Deko. An die komme ich auch überhaupt nicht ran. Da habe ich auch gar keine Chance, irgendwas zu erreichen. Ach Mist. Ach Mist. Das war vorhin so schön elegant und jetzt mache ich Quatsch. Ach, komm schon. Stopp! Aha! Okay, wir haben das True Ending gefunden. Let's go. Nein. Wait, kann ich? Ah, shit. Da falle ich runter. Ich dachte, ich kann vielleicht hier speichern und dann immer wieder hierhin zurück. Aber das ging leider nicht. Sorry. Oh, dafür war es jetzt mal wieder elegant. Auch schön. Da ist meine Tür. Direkt zum Tour Ending? Direkt zum Tour Ending. Lull. Ach so. Ach so, der macht das... Oh mein Gott. Und jetzt müsste man das in diesem Durchlauf schaffen. Jetzt müsste man fehlerfrei durchkommen. Sonst kriegt man das True Ending nicht. Idee auf jeden Fall, dass ich das... Das wäre ein hart verdientes Tour-Ending, tatsächlich. Ja. Da darf jetzt nichts schief gehen. Theoretisch würden wir es ja auch schaffen, ne? So schwer ist es ja nicht. Aber... Mit, so wie ich mich kenne... Ne? Und so wie ihr mich leider kennt... Geh hoch, geh hoch, geh hoch, mein Freund. Werden wir jetzt hier strugglen. An irgendeiner Säge werden wir strugglen. Auch wenn ich es natürlich schon geschafft hätte, aber... Ah. Ah, ich werde irgendwo strugglen. Mal schauen. Oh, das war schon mal ein fast zu knapper Sprung, aber war okay. Ich muss jetzt halt nur dran denken, dass ich bei dem einen Sprung wirklich sofort abspringe. Gar nicht erst lange rumrudel. Hier gleich weg. Und hier gleich weg. Nice! We did it. We did it. Drei Leben muss uns hier gar nicht geben, weil man ja auch hier nochmal Geld bekommt. Dann wären es die Leben. Also für den Dings-Challenge, ne? Aber... Und dann gibt es ja hier auch nochmal ein Leben. Aber gut. Two Ending achieved. Immerhin etwas.
Immerhin etwas. Ich hoffe, damit konnte ich euch ein bisschen versöhnen, was den Chosen-Teil anging. Aber das war mir einfach dann zu viel. Irgendwann reicht's mir. Irgendwann fliegt die Zusatzarbeit an den Schüler und irgendwann beende ich auch das Level, wenn meine Geduld am Ende ist. Danke fürs Zuschauen. Ganz kurz den Stern aktualisieren, aber es dürfte im Moment nichts passiert sein. Nee. Was soll man tun? Ich schaff's nicht. Das Ende kriege ich nicht hin. Das Ende ist mir zu krass, I'm sorry. Wie lange hat er gebraucht? 3 Minuten 33. Ja, aber es ist ein langes Level. Er muss es ja trotzdem am Stück geschafft haben. Das ist so krank, das am Stück zu schaffen. Das ist so krank. Kein Kommentar dazu. Und da ist der Pixelbuch. Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal gucken wir uns wieder ein bisschen mehr Stressed-Out-Zeug an. Und ja. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.